Oh Gott. Hier werde ich auch wieder oft sterben. Wie viele Kisten sind das? Nur 36. Okay, never mind. Oh, never mind. Ich dachte, ich schieße nur einmal. Messerschere, Gabel, Licht. Ich kriege hier für jeden Scheiß ein Achievement gefühlt. Feeds Modern Gaming. Muss ich auch nicht mal nachgucken, für was ich jetzt alles schon Achievements bekommen habe. Nein, aha, verdammt. Ich hatte nicht gedacht, dass da sowas drin ist. Das war zu... Nee, war alles gut. Jetzt ein kurzer Moment. Ich sehe gerade... Ah, warte mal. Ist eigentlich eh egal wieder, ob ich das schaffe. Weil das war ein goldener. Ist da TNT drin? Nein, aber das hier. Im modernen Spiel gibt es auch Achievements fürs Sterben. Ja, hat man ja gerade gesehen. Das war eine ganz miese Falle hier gerade. Bin mal gespannt, wie das Level hier im Remake ist. Bisher geht's ja noch. Und da ist ein Checkpoint, sehr schön. Sehr schön. Oh, du hast 40 Kisten nicht eingesammelt. Deinen eigentlichen des Levels nicht erfüllt. Hier mein Achievement. Genau genommen ja. Das ist eigentlich ziemlich weird, wenn man das so betrachtet. Wir raten da oben noch eine Kiste im Nichts wahrscheinlich, die ich jetzt nicht mehr bekomme. Oh, so wie Crash. Ich bin geschockt. Meinst du, als Wortspiel vor dem, was gerade passiert ist, aber wirklich noch eine Kiste oben? Egal. Checkpoint nehme ich trotzdem. Steifuß, danke dir für 6 Monate Treue. Vielen Dank. Also kistenmäßig haben wir schon einen ziemlich großen Teil. Bitte noch ein Drittel. Oh nein, nicht die Typen. Wie war das nochmal? Immer boxen? Ja. Aber nicht so. Dann wieder so. Tschüss. Oh Gott. Bisher eigentlich ganz angenehm, wollte ich gerade sagen, der Level, und dann bin ich fast verreckt. Wer Sui nicht auch mit der PlayStation verfügbar bringt, hat seinen Kanal nicht wirklich verfolgt. Was? Wieso stand das gerade irgendwo? Ah ja, stimmt. PlayStation war eigentlich schon immer ein... Oh shit, großer Teil. Ich werde sterben, oder? Ich werde sterben. Ja. Das war etwas zu viel. Wow. So. What? Hat mich verarscht, der Typ. Habt ihr das gesehen? So. Hä? Okay, ich sehe nicht, wie der Typ mich immer trifft, irgendwie. Voll die komische Hitbox, Mann, ey. Kann ich gar nichts machen. Mann, ey, der Elektroschock hat voll gemeldert, Leute. So, okay, jetzt macht er das wieder. Okay. Now I got it. Ist Tim hat über mich geredet? What? Fanmade Let's Play? Was geht's? Typisch Dark Souls Games. Wie gerade in den Tod gesprungen. So. Springen soll im Remaster ja irgendwie anders sein. Das stimmt. Aber ich empfinde es nicht als störend. Ich finde die Steuerung extrem smooth, muss ich sagen.
Okay. Ah! Boah, was ein Sprung. Oh, das Ende. Ernsthaft? Wow, Chris. Wow, Chris. Ich dachte, ich kann höher springen, wenn ich gedrückt halte, aber nein. Das war offensichtlich nicht der Fall. Zum Beispiel, und Fanmetal haben sich zerstritten. Ja. Wir hassen uns. Aua. Mein Knie. Kann man von den Türen zerquetscht werden? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Das war viel zu schlechtes Timing. So, besser. Doch nicht besser. Ich dachte besser. Aber das war eine Illusion. Oh Mann, kurz vorm Ziel. Das ist richtig meme-worthy. Genau wie das. Bestimmt gibt es einen Achievement, wenn er von der Tür zerquetscht wird. Wird mich nicht wundern. So. Wow, Junge, pass auf, was du machst. So. Aha! Gott, für einen kurzen Moment dachte ich, der Sprung war zu knapp. Wer ist Tim? Das ist ein sehr cooler Dude. Ein Pokémon-Tuber quasi. Weil der Begriff so cool ist. Deswegen verwende ich ihn jetzt auch. Nein, du Arsch! Oh Mann! Fuck! Oh. Ja, das ist genau das Level, was ich in Erinnerung hatte. Genau diese Stelle, dieser letzte Clip quasi. So. Also deine Elektrohände gerne mal sonst wohin stecken, Kollege. Ich sehe, ich habe die Maske wieder. Der spawnt da immer neu. Okay, never mind. Düm, düm, düm. Ja, das war gleich fertig tatsächlich. Also gleich, in Anführungsstrichen. Ah ja, die Stelle wieder. Alter, holy shit, muss ja schnell sein. Ich glaube, da gab es auch einen Exploit. Not sure though. So. Wieder aber so ein Ding, wo mir die Maske quasi absolut nichts bringt. Wow. Weil wenn ich sterbe, dann dadurch, dass ich irgendwo runterfalle. Aber Akuaku, ich weiß deine Bemühungen zu schätzen. Ob ich den zweiten und dritten Teil auch spiele, ist der Plan. Boah, muss so ein ekelhaft gutes Timing haben. Ich frage mich halt, ob ich mich hier hinstellen kann, ohne dass ich zerquetscht werde. Das werde ich jetzt herausfinden. Tatsächlich. Ja, okay, das macht einiges leichter. Das macht einiges leichter. Boah, das war wieder sehr knapp. Riddler, 19 Jahre treu. Ich danke dir vielmals. Oh, wow. Gut, dass ich Akku hatte.
eine Kiste. Feels so bad. Aber bei eh ein goldenes Ding, das heißt an einem Stück wieder durch, ansonsten gibt's gar nichts. Professor Wir, danke dir für 17 Monate treu in Folge. Dankeschön. 17 Jahre. Verzeihung. Und das Meme ja richtig embracen. Jack and Dexter war auch von Naughty Dog. The Great Hall. Ich hoffe, ich kann danach nochmal speichern. Ich weiß, dass das hier halt nur ein Raum war, quasi. Eine große Halle halt. Mein längster Sub? Das ist eine gute Frage. Da gibt es einige, die in Frage kommen, tatsächlich. Ah, hier brauche ich wahrscheinlich alle farbigen Steine. Ich gehe mal da lang, guck, ab wo ich scheitern werde. Ein paar habe ich ja. Peten ist auf jeden Fall ein sehr langer Sub. Don Metroido ist ein sehr langer Sub. Ikris ist ein sehr langer Sub. Ja, und da hört's auf. Bip, 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 bim. Red, genau, Red, du Lachs. Du hast gar nicht mitzureden. So, gut, Leute, dann Final Boss Time. So viel zum Thema ein bisschen anspielen. Einfach durchgezogen. Boah, First Try, geil. So. Dum, dum, dü, 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 dü. Schon so lange Sub, dass es gar nicht so aussieht, als wärst du Sub. Ah, versteh schon, Reverse Subbing, ja. Hallöchen, Kaffeekone. Willst du, Mann, Cortex? Bei dem konnte ich aber, glaube ich, das grüne... Genau, auf ihn schießen. Alter, die Energieanzeige von ihm sieht ja mega stylisch aus. Rippmann. Ich erinnere mich. Ah! Dame. Bam. So. Okay, okay. Dann zeig mal, was du so kannst. Wie gesagt, ich kann jetzt wieder nicht ganz so krass auf den Chat gucken. Tut mir leid. Mich ein bisschen mehr konzentrieren. It's so bad. Einfach durchgeschossen. Ja, tut mir leid. Ist ja selber schuld. Selbst Schulk, kein Mitleid. Er hasst uns wieder. Die Musik ist aber so cool bei ihm. Kommt als nächstes. Okay, wieder ein bisschen blau, ein bisschen lila. Ist schon wieder grün, tatsächlich. Oh, wow. Krass, das wusste ich nicht mehr, dass sie sich auch in Wellen besiegen. Bewegen. Verflixt nochmal, Crash Bandicoot! Kann ich doch nichts für, Cortex. Oh, verdammt! Oh, toll, das kommt doch von mir, wenn man sich die Nase kratzt. So. Selbstschuld, kein Backslash. Genau das. Ist quasi exakt das gleiche. Oh wow. Ich bin gerade total weit nach unten gegangen. Das hat mich völlig irritiert. Worauf stehe ich eigentlich? Sieht aus, als würde ich auf irgendeinem Garnhaufen stehen. Alter, Crash Bandicoot und das magische Garn confirmed, Leute. Ich habe echt noch Schwierigkeiten zu erkennen, wann die Dinger nah genug dran sind, dass ich wirbeln muss. So.
Ein Zeppelin. Ja, stimmt, ein Zeppelin. I remember. Fuck, ich habe schon vorher gesehen, dass der mich treffen wird. Crash's Woolly World. Okay, ich wollte mal probieren, ob ich einfach springen kann, aber nein, das funktioniert nicht. Warum brennt das Schloss eigentlich? Das ist eine sehr gute, ausgezeichnete Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Aber klassischer Muscle Memory Boss, beziehungsweise Mustermerken Boss, weil der immer das gleiche macht, in der gleichen Reihenfolge. Sowas mag ich doch. So. Uiuiui, da wollte ich gerade eben noch gesagt, nicht einfach drüber springen. Das ging gerade so nochmal gut. So, what's next? Okay, er rastet ein bisschen aus. Diesmal mit Noob-Maske. Ja, Cortex, tut mir leid. Was kann ich dafür, dass du meine Freundin als Versuchsobjekt benutzen möchtest? In dieser sehr merkwürdigen Szene im Intro. Ich glaube, die, die das Spiel von früher kennen, wissen, was ich meine. Prepare the female Bandicoot. Oh! Ich kann mich nicht ducken. Schade, ich wollte gerade teabaggen. Aber ich glaube, den haben wir bald. Das war etwas zu wagemutig von mir gerade. Okay, jetzt flippt er aus, ne? Shit. Vor der Intro-Szene hattest du als Kind Angst. Es ist Speedrunning, das Spiel, hast du gehört? Krass. Von wem das denn? Der tut mir schon fast ein bisschen leid, wie sehr er sich da abmüht mit seinem kleinen Pew-Pew-Apparat. Ständig drauf rumhämmern muss, dass er nicht aus Versehen die grünen Sachen schießt. Frage ist, macht er das mit Absicht, dass er die grünen Sachen schießt? Mist. Da kommt nochmal ein lilaner, aber der kommt jetzt erst. Kann ich da nicht reinspringen? Ja, gut. Das war auch wieder so eine, das war auch wieder so eine völlig unnötige Aktion gerade. Kann ich da reinspringen? Tut das weh? Okay. Ey, du Sack! Auch oh, nur zweimal sogar. Krass. Oh, wow. Was war die letzte Form gerade? Voll am Trollen. Cortex Endpunkt neutralisiert. In Insane Trilogie. Versteht er? Schön. Happy End. Boah, ernsthaft? Yami Koi? Boah, ist wirklich die offizielle Begründung? Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja lustig.
Aber passt mal wieder irgendwie, ne? Ein paar heiße Stunden für Crash, ja, der freut sich jetzt. Ja, Leute, dann haben wir es durchgezogen, tatsächlich. Ja! Boah, und sogar noch ganz knapp über meiner Obergrenze. 10 bis 10 Uhr wollte ich maximal streamen. So. Lass ihn einfach mal laufen. Wenn du noch Lust hast, das DLC kann man jetzt gratis runterladen. Was für ein DLC? Würde mich mal interessieren. Es gibt DLC zu Crash? Sorry Crash, but your female Bandicoot is in another castle. Schön. Warum ist doch Freitag? Ja, leider sind Wochentage für mich nicht so viel vor Bedeutung. Eigentlich am Wochenende meistens sogar schlimmer. Ja, was heißt meistens? Aktuell jedenfalls ist in letzter Zeit, aber das wird sich auch bald widerlegen. Eine extra Stage von Naughty Dog? Achso, ist ja lustig. Cool. Nice. Da muss ich mir mal reinziehen. Später, beziehungsweise ich habe generell momentan Probleme irgendwie mit dem PlayStation Store. Ich habe irgendwie, ganz ehrlich, der PlayStation Store ist der Store, mit dem ich am meisten Probleme habe, weil ich mich dauernd nie, beziehungsweise also dauernd nie, schöne Formulierung, mit PSN vernünftig verbinden kann. Das ist total nervig. Und wenn ich es dann mal mache, dann irgendwie, ich wollte mir neulich Persona 4 Arena runterladen, weil wir hatten ja, wie gesagt, hier unseren Fighting Game Tag und Rübe wollte das unbedingt spielen, deswegen dachte ich mir, hole ich es mir einfach mal, weil es gerade im Angebot war. Ja, vorgeschlagene Zeit 6000 Minuten. Dachte ich mir auch so, ja, könnte ja nächste Woche nochmal wiederkommen. Vielleicht ist das Spiel bis dahin fertig. Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Ich habe mir gerade darüber gesprochen, dass ich zu dull war, ihn auf der letzten Gamescom zu finden. Ja, das ist halt einfach auch so. Tim hat sich versteckt vor mir. Der wusste das. Der wusste, dass das passieren würde. 600. Nee, nicht 600. 6000. Wohlgemerkt. Didadam. X Shuriken, danke dir für 22 Jahre Treue. Vielen Dank. So, wisst ihr was, Leute? Weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, raiden wir jetzt jemanden. So. Ich weiß auch schon wen. Ich muss nur noch überlegen, mit was. Doch, jetzt weiß ich's. Okay, nee, wir raiden heute mal nicht Regi, sondern Phil. So, Leute, für die, die nicht wissen, wie ein Raid funktioniert, ich schicke euch jetzt den Link von einem Twitch-Kanal rein und dahinter eine Message. Die Message kopiert ihr und schreibt sie einfach genau einmal in den Chat. So, ich mute das mal hier kurz. Kann man das auf einen Schlag muten? Ich will das halt nicht runterdrehen hier. Na komm, egal. So. Okay, also. Und zwar... Dann machen wir kurz mal den Ton an. Deuce. Wow, ich kann gut schreiben heute. So. Deuce it, Mace. Wir machen die Farbe gleich. Machen wir auch schwarz für die Nacht. Hashtag Edge. So. Let's go. Gut.
Wir haben die Team-Preview bereits offen. Ihr könnt die Teams sehen. So, Kurumi ist der gute Kamink. Mo ist Mo. Jonah ist Drigalski. Gucken, das ist Neues. Man könnte sagen, das ist Neues. Möge Aaron Jesus dir beistehen. Dankeschön. Das richtig weiter an meine Spieler hier. Das kann ich nur weitergeben, denn ich werde hier nur kommentieren bzw. casten. So. Achso, er castet nur. Drigalski übernimmt die Pflanze Pokémon. Er hat. Okay, Leute. Ich glaube, der gute Phil ist gerade beschäftigt. Freunde. So. Oh, der Herr Sui Shomaru hat mich. Oh, hallo, Freunde. Dankeschön, Sui. Grüße gehen raus. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. So. Aber so, ist der sehr gut ist gerade. Echt, der ist ein bisschen beschäftigt gerade. Der macht gerade ein Pokémon-Turnier, glaube ich. Könnt ihr ja vorbeischneiden, vielleicht interessiert es euch ja. Alter, wie lang die Credits sind für Crash Bandicoot, das überrascht mich gerade übelst hart, muss ich sagen. Gut, Leute, ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, er hat es gar nicht gecheckt, dass es von mir kommt, aber ist egal. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen guten Abend. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, bei Phil vorbeischauen, wie gesagt, der castet da scheinbar gerade irgendein Pokémon-Turnier, auf jeden Fall richtig beschäftigt, der gute Mann. Ja, wir sind fertig für heute auf jeden Fall. Ich hoste den guten Phil gleich noch. So. Und sag mal, danke, dass ihr eingeschaltet habt. War sehr cool. Haben wir einfach durchgezogen hier. Und ja, mal schauen. Ich denke mal, die anderen werden wir vielleicht auch noch im Stream spielen. Vielleicht nicht. Also es ist jetzt kein Stream-Projekt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, das auch im Stream zu machen. Und Gloomanda Forever, danke dir nochmal für 8 Monate treue Folge. Vielen Dank. Ansonsten, ich wünsche euch was. Einen angenehmen Abend. Danke fürs Einschalten. Und ja, haut rein, habt noch eine gute Nacht später. Das war's, was ich noch vergessen habe. Bis dahin, Leute, und ciao, ciao.